Sie sind aus vielen Ländern gekommen, zu Ehren ihrer Verwandten Olga Meyer. In der Alkostraße 1 in München hat sie einst gewohnt, bevor die Nazis sie 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordeten. Eine Nichte von Olga Meyer darf eine Erinnerungstafel anbringen. Ja, es ist emotional. Es kommt sehr nahe. Jetzt wird Olga Meyer mit einem Erinnerungszeichen am früheren Wohnhaus gedacht. Die derzeit rund 227 Tafeln in München erinnern an meist vergessene Opfer der NS-Verfolgung, an Schicksale wie das von Olga Meyer. Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum spielt dabei eine ganz besondere Rolle, denn er sucht Erben von Silberobjekten, die die Nazis einst beschlagnahmt haben. Wie zum Beispiel diese beiden Silberleuchter, die Olga Meyer gehörten. Weniger machte die Erben ausfindig und brachte sie zusammen. Es war auch der erste Fall, wo eine ganz große Familie sich einigen musste, was mit den Objekten passiert. Es waren mehr als 30 Personen, die da entscheiden mussten. Und wir hatten dann mehrere Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen mit der Familie. Und da hat mich auch die Familie schon sehr berührt und auch mehrere von denen, die hier dabei sind. Das Erinnerungszeichen und die Ausstellung Tante Olgas Silberleuchter im Jüdischen Museum München rücken Olga Meyer in den Blickpunkt. Im Zentrum der kleinen Ausstellung die zwei Silberleuchter, hergestellt im 19. Jahrhundert in Breslau. Sie waren es, die die Historiker auf die Spur der Jüdin brachten. Olga Meyer wurde 1876 in der Landeshauptstadt geboren und verbrachte dort ihr ganzes Leben. Dank ihrer weit verzweigten Verwandtschaft und der vielen erhaltenen Briefe von ihr und ihrer Familie weiß man vieles über sie. Es gab Familienfeiern, es wurde sich im Café getroffen. Sie hat sehr gerne gebacken in ihrer Freizeit. Wir haben mehrere Backrezepte sozusagen aus der damaligen Zeit. Und ihr haben diese Leuchter gehört, das wissen wir. Und wir wissen nicht genau, ob sie für Schabbat benutzt hat. Es kann aber gut sein, dass sie darin die Kerzen gesegnet hat. Sie war religiös, sie war ja auch mit einem jüdischen Religionslehrer verheiratet. Allerdings blieb das Paar kinderlos und ihr Mann starb früh. Sie pflegte den Kontakt zu den vielen Geschwistern, Nichten und Neffen. Olga Meyer lebte in der Nähe des Königsplatzes, am Machtzentrum der Nationalsozialisten. Die Machtergreifung, Bücherverbrennung, Zerstörung der Hauptsynagoge, das alles muss Olga Meyer miterlebt haben und blieb dennoch. Viele ihrer Familienmitglieder sind ins Ausland geflohen. Sie ist hier geblieben in München. 1936 hat sie ihren Bruder besucht, der nach Israel ausgewandert ist, bereits 1934, und ist dann nach 2 Wochen wieder zurück nach Deutschland gekommen. Wir wissen nicht, ob sie Pläne hatte, auszuwandern oder nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass sie sich als ältere Dame auch ein Leben in einem ja doch damals Wüstenstaat mit einer anderen Sprache nicht vorstellen konnte und auch vielleicht gedacht hat, dass es nicht sehr viel schlimmer werden kann. Per Gesetz wurden die Juden 1938 gezwungen, ihre Edelmetallgegenstände zu öffentlichen Ankaufstellen zu bringen. Olga Meyer lieferte ihr Leuchterpaar beim Münchner Leihamt ab. Das Bayerische Nationalmuseum erwarb die Silberleuchter. Im Januar 1942 musste Olga Meyer in die sogenannte Judensiedlung in Milbertshofen umziehen, an die heute dieses Denkmal erinnert. Wenige Monate später wurde sie mit anderen nach Theresienstadt deportiert und im September des gleichen Jahres im KZ Treblinka ermordet. Wie der Stammbaum zeigt, sind auch andere Mitglieder ihrer Familie, hier schwarz unterlegt, in Konzentrationslagern ermordet worden. Jetzt haben sich die Nachfahren der Überlebenden wieder getroffen am 148. Geburtstag von Olga Meyer. 2022 hatte die Familie die Silberleuchter zurückbekommen und gemeinsam entschieden, sie in Erinnerung an Tante Olga dem Jüdischen Museum zu schenken. Bei der Gedenkfeier an Olga Meyer betonte die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, dass die Erinnerung an das Unrecht wichtiger denn je ist. Den Absturz hat die Freiheit in diesem Land schon einmal erlebt und deshalb erlebt. Weil niemand für die Menschen eingetreten sind. Weil niemand sich zuständig fühlte, als es darauf ankam.
Von der Gedenkfeier im NS-Dokumentationszentrum München macht sich die Gruppe durch das ehemalige Zentrum der Nationalsozialisten auf zur ehemaligen Adresse von Olga Meyer. Für die vielen Familienmitglieder ein besonderer Moment in vielerlei Hinsicht. Very emotional, very special. Ein sehr emotionaler, sehr besonderer Moment. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Die ganze Zeremonie war berührend und aufregend. Wir haben uns ja vorher auch gar nicht gekannt. Insofern ist das jetzt ein schöner Abschluss. Und ich denke, es war eine gute Entscheidung, die Kerzenleuchter zu dem Jüdischen Museum zu geben. Die Erinnerung an Tante Olga hat die Familie zusammengebracht.